Wieso regen Sie sich über ein zugiges Wohnzimmer auf? Warum regen Sie sich über offenstehende Türen auf? Hä? Ja, wegen der Katze. Ich konnte sie leider nicht dazu bringen, die Türen selber zuzumachen. Das gelingt Ihnen sowieso nicht. Der was? Der Motz von Getador. Meine Türen schließen jetzt automatisch. Na klar. Genau. Der Minitürschließer von Getador. Ein kleiner Clip mit großem Nutzen. Vermeidet Zugluft, spart Heizkosten, die Ausbreitung von Gerüchen und verringert den Geräuschpegel und das Aufwirbeln von Hausstaub. Also bitte. Und die Anbringung ist so easy. Kein Bohren, kein Schrauben, keine Beschädigung von Tür und Sarge. Jederzeit abnehmbar, dreistufig verstellbar, je nach Türgewicht. Für links- und rechts schließende Türen verwendbar. Eben der Motz. Der Motz von Getador. Meine Türen schließen jetzt automatisch. Genau. Der Motz von Getador. Auspacken, aufstecken, fertig. So. Och nö. Ärger dich doch nicht über hässliche, alte Fliesen mit fiesen Einbohrlöchern oder Flecken. Das bringt doch gar nichts. Was bringt? Panelo bringt's. Und wer es nicht kennt, Panelo, die sind voll im Trend. Denn Panelo ist das dekorative Wandelement von Getalit. Da wird aus jeder Wand ein Kunstwerk. Und für die Anbringung müssen sie weder Meistertitel noch Doktorarbeit vorweisen. So, hier ist ein Schleppband dabei. Das kleben wir an vier Ecken und einmal in die Mitte. Und dann kleben wir das an die Wand. Jipp, okay. Das war's schon. Und sitzt. Super. Ja, das sieht gut aus. Was denn sonst? Panelo. Die einen halten es für wahre Kunst, die anderen für einen trendy Wandbelag. Nicht nur schön anzusehen, sondern auch vielseitig einsetzbar. Wenn Sie bisher nicht wussten, was Sie verschenken sollten, Panelo ist einfach zu montieren, leicht zu reinigen, hat eine strapazierfähige Oberfläche, ist spritzwasserbeständig, ist beständig gegenüber haushaltsüblichen Reinigern, bleibt lichtecht und vor allem bunt. Und ist im Edelstahldekor auch magnethaftend. Eben Panelo, die stilvolle Art und Weise, seine Küche zu pimpen. Oder das Arbeitszimmer, oder das Hobbyzimmer, oder das Wohnzimmer, oder das Schlafzimmer, oder Esszimmer, Küche oder Flur. Panelo passt auch auf Türen. Klettband kleinschneiden, Pads ankleben, Folie abziehen und dann einfach an der Wand anbringen. Und fertig. Jetzt seht euch um, hättet ihr mir das zugetraut? Dir nicht, aber Panelo,